Heute geht's ab ins Grüne. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist David und ihr seid bei dem Fotokanal David Cray. Und heute möchte ich euch ein Stativ vorstellen. Ich, Paparazzo, brauche gar kein Stativ. So schlecht ist das Ganze nicht. Luena von Memorial Photography hat mir ein Foto zugeschickt, wo sie selbst mit drauf ist. Da hat sie eine Gruppenaufnahme aufgenommen mit einem Selbstauslöser und somit müsst ihr nicht mehr auf solche coolen Fotos verzichten. Außerdem könnt ihr endlich langzeitbelichtete Aufnahmen machen. Dann könnt ihr natürlich auch Panoramafotos machen. Und was für mich ganz wichtig war, HDR-Aufnahme, 3 Belichtungsreihen. Und ohne jetzt noch lang zu diskutieren, jetzt geht's zum eigentlichen Video. Viel Spaß dabei. Das ist das Coolman Primax 190 Stativ. Das ist das größte aus der Serie. Es gibt noch kleinere Varianten, die unterscheiden sich lediglich in der Größe und im Gewicht. Außer das 170er, das hat noch ein integriertes Einbeinstativ. Das Stativ besitzt zwei Wasserwaagen für die perfekte Ausrichtung deiner Kamera, sowohl in der vertikalen als auch in der horizontalen Lage. Für mich ein klarer Pluspunkt sind die nur zweifach ausziehbaren Stativbeine. Dadurch hat man es schnell aufgebaut und kann viel schneller loslegen als mit anderen Stativen. Leider ist es aber mit einem Packmaß von 66 cm nicht das mobilste Stativ. Durch die Verbindung der langen Mittelsäule mit den Stativbeinen aus Aluminium und den Gummifüßen steht das Stativ sehr stabil. Leider kann man es aber nicht in eine allzu niedrige Position bringen. Die kleinste Einstellung beträgt 61 cm. Eine gute Alternative hierfür ist das Coolman Magnesit 525. Alle Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Um die Kamera 0,x vom Stativ lösen zu können, besitzt das Stativ eine Montageplatte mit Schnellverschluss und einem typischen 1/4 Zoll Anschlussgewinder. Die griffige Schaumstoffummantlung wirkt sehr hochwertig. Erstens schützt sie gegen Stöße und zweitens garantiert sie ein angenehmes Arbeiten bei Kälte. Der verbaute 3-Wege-Kopf lässt sich sehr einfach nach vorn, zur Seite und um 360 Grad im Kreis bewegen. Somit kann man es für Digicams als auch für Camcorder benutzen. Einige Kunden haben davon berichtet, dass der Schwenk etwas zuckelt. Dies konnte ich aber nicht nachvollziehen, denn bei mir hat alles reibungslos geklappt. Die Mittelsäule des Stativs kann mit einem Kurbelbetrieb bedient werden, lässt sich aber nicht immer geschmeidig ein- und ausfahren. Wer ausschließlich im Querformat fotografiert, kann auch größere Kameras verwenden. Im Hochformat bekommt ihr aber mit einer Canon 70D oder einer Nikon D7100 mit Batteriegriff und Blitz oder einem größeren Objektiv deutliche Probleme, da die Stellverschlüsse nachgeben. Der Hersteller gibt 3,5 Kilo an, ich würde aber eher sagen 2, maximal 2,5 Kilo. Die Verarbeitung des Kunststoffs könnte besser sein, ist aber leider in diesem Preissegment fast schon normal. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Wir haben eine abriebsfeste Stativtasche aus Nylon, einen 3-Wege-Kugelkopf, zwei Wasserwagen, schaumstoffummantelte Obersegmente, zweifach ausziehbare Segmente und eine auskurbelbare Mittelstange. Das Stativ wiegt ungefähr 1,7 Kilo, kann Kameras bis zu 2,5 Kilo tragen. Wenn ihr das Stativ eingepackt habt, kommt ihr auf 66 cm. Aufgebaut hat das Stativ eine Mindesthöhe von 61 cm und eine Maximalhöhe von 170 cm. Ja, kommen wir zum Fazit. Das Stativ bekommt von mir 3,5 Sterne, weil es doch hier und da kleine Qualitätsprobleme aufweist. Aber man kann dennoch eine Kaufempfehlung aussprechen, weil es sehr schnell aufzubauen ist. Es ist eine Wasserwaage mit dabei. Und für die Leute, die jetzt keinen Batteriegriff haben oder nicht so eine große Kamera und kein großes Objektiv, für die Leute ist es auf jeden Fall ein Blick wert. Wer jetzt noch ein bisschen mehr Geld hat, sollte sich vielleicht mal die neue Generation anschauen. Auf jeden Fall findet ihr die Links in der Videobeschreibung. So, das war's dann auch schon von mir heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war nützlich. Gebt mir unbedingt einen Daumen nach oben, wenn ihr mich unterstützen wollt. Schreibt mir was in die Kommentare. Mich würde mal interessieren, was habt ihr schon für Fotoausrüstung und was wollt ihr euch noch dazu kaufen? Wenn ihr eure Fotoausrüstung noch erweitern wollt, schaut euch unbedingt mal meine anderen Videos an. Ich habe einen Fotorucksack getestet, der ist richtig cool. Und einen Systemblitz für nur 50 Euro. Auf jeden Fall mal vorbeischauen, lohnt sich auf jeden Fall. Im nächsten Video geht es dann um Fotonews. Angeblich soll ja die digitale Fotografie aussterben. Ob da was dran ist, werden wir im nächsten Video erfahren. Macht's gut, bis bald. Ciao. Ich, Paparazzo, brauche jetzt doch ein Stativ.